Hochsicherheitstür wurde durchbrochen. So, und gleich zur Begrüßung eine Hochsicherheitstür durchbrochen. Das sind keine Hochsicherheitstüren, das sind einfach nur Türen. Also ja, da hätte ich gerne unterschiedliche, also mehr Auswahlmöglichkeiten irgendwie oder stabilere. Aber na gut, müssen wir halt so mit klarkommen. Was machen eigentlich die Jungs jetzt hier unten? Die sitzen alle nur dumm rum. Okay, dann ziehe ich ihn hier mal ab und schicke ihn hierher zurück. Denn hier wird er wohl nicht wirklich gebraucht, so lange bis wir den einen Amerikaner gefunden haben, der den Nil rauf und runter duckert. Und du gehst ganz schön... Hallo? Ich wollte gerade sagen, ich habe den Befehl erteilt. Du bist komisch. Na komm. Na komm. Genau. So, Weltkarte. Wurden die ganzen Kammerdiener abgezogen? Ja, wurden sie. Wie schaut die Wut aus? Bei Orange ist es noch unter 50. Hier auf jeden Fall unter 50. Rot unter 50. Jo, sehr gut. Und wir bekommen 18.000. Ihr dürft mal verschwören. Jetzt ist halt nur die Frage, ob unser Bekanntheitsgrad hoch genug ist. Sonst müssen wir halt ein, zwei Missionen machen. Das passt schon. Das nächste Wichtige. Das mit dem Geld. Diese Fehlermeldung hier hätte ich ganz gerne nicht mehr. Also nochmal. Ihre Bediensteten können keinen Tresorraum erreichen, um Geld zu deponieren. Oder alle Tresorräume sind voll. Machen Sie den Zugang frei oder bauen Sie einen neuen Tresorraum. Dass kein Platz da ist für unser Geld, glaube ich nicht. Denn hier ist ja überall Platz für die Goldbarren selber. Es werden wohl echt eher die Koffer sein. Aber ich wusste gar nicht, dass die voll sein können. Ich dachte, die sind einfach nur da, um... Ja, keine Ahnung. Damit man sich da einen Koffer abholen kann. Den macht man voll Gold, läuft kurz weg, läuft wieder zurück und dann war's das. Also man läuft mit dem vollen Koffer ins Depot, kauft sich zum Beispiel Dynamit, geht dann mit dem Dynamit irgendwo hin, wo was gesprengt werden muss und bringt den leeren Koffer dann zurück. So ungefähr habe ich mir das vorgestellt. Und das scheint zu klappen. Ah, dann waren vielleicht echt nur die Pistolen hier im Weg. Warum auch immer die Leute unbedingt zu diesem Geldkoffer wollten und nicht den da nehmen. Das Wichtigste ist... Was zur Hölle hast du gerade mit der Wiegenmasse gemacht? Das hat sich so angehört, als wenn die hin und her geklappert wäre und kurz dafür gewesen wäre, runter zu purzeln. Naja, behalt euch im Auge. Ach nee, das war das Geräusch von hier hinten. Okay, habt ihr nochmal Glück gehabt. So, ist unser fieses Genie inzwischen da unten angekommen? Ja, ist es. Alle Plätze sind besetzt. Wir haben immer noch 90 Angestellte. Wie kommt denn das jetzt? Achso, die Ausbildung hapert noch. Okay, dann haben wir es bitte gerne hier von mehr. So lange, bis denn genug davon da sind. So, wo ist der Ausbildungsraum? Hier. Ein Kammerdiener. Na gut, die werden ja auch gerade erst reingeflogen. Das ist schon okay. Zwei Kammerdiener, schon besser. Dann fangen wir an. So, ihr vier sitzt einfach so rum. Wenn ich den Anzahl an Stühlen trauen darf, müssen wir jetzt noch vier andere Superbosse holen? Das wäre nicht so toll. Ich hätte doch schon ganz gerne bald neue Räume. Einfach so der Abwechslung halber. Obwohl wir eigentlich so auch ganz gut klarkommen. Wir haben bald unsere erste Million. Sehr schön. Keine Feinde auf der Karte. Das hier hätten wir uns echt sparen können. Also auf der nächsten Insel bauen wir nur zwei oder so von den Fahrstühlen und gucken dann, wie das reicht oder nicht. Und auch ein zweites Sofa, zweites Klavier hätten wir uns alles sparen können. Und die Riesentanzfläche wahrscheinlich auch. Zwei, drei Felder hätten wohl gereicht. Aber na gut. Kane macht seine Runden. Ihr spielt Ping-Pong. Alles gut. Und nein. Jo, Arschkarte. Der kommt da jetzt nicht mehr raus. Ich mag die Tresore nicht mehr. Wie löst man das am besten? Also am besten hat man einen Tresorraum nur für das Gold.
und ein Tresorraum, der nur ein Feld breit ist, wo dann nur die Geldkoffer reinpassen. Oder zwei Felder breit, je nachdem. Genau, und du stehst da, raust deine Ziese und lachst ihn aus, oder wie? Wenn wir das jetzt abreißen, kommen wir da trotzdem nicht raus. Wir müssen jetzt 400.000 Goldstücke ausgeben. Das ist nicht so eine gute Idee. Nicht so wirklich. Außerdem wüsste ich gar nicht, was ich davon kaufen wollen würde. Okay, wir könnten ganz viele Generatoren bauen, aber nee, nicht so wirklich. Wir könnten einfach ganz teure Sachen kaufen und später wieder verkaufen. Und so hätten wir halt kurzfristig da keine Geldbarren mehr. Und wir lassen das Spiel einfach so weiterlaufen. Irgendwann werden wir schon wieder einen Geldengpass haben und dann kommt er da auch raus. Obwohl, warte mal, wir können verprügeln. Schwächentag angeordnet. Vielleicht klappt das ja irgendwie. Na gut, kann ich mich nicht drum kümmern. Tut mir leid, Typ. Wir haben Wichtigeres zu tun. Wir müssen die Weltherrschaft an uns reißen. Oh, verstecken. 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 Und verstecken. So viel zur Weltherrschaft an uns reißen. Wir verstecken uns in jedem Land. Oh, was ist das da? Risiko 5. Wow. Laut unserer Information erhält Smash enorme Spenden von Multimillionär-Scheich Asa Al-Jaba. Der Scheich scheint der Überzeugung zu sein, dass die Finanzspritzen ihm eine Art zusätzlichen Schutz vor gemeingefährlichen Organisationen wie der unsrigen sichern würde. Vielleicht ist es an der Zeit, ihn von dieser lächerlichen Vorstellung zu befreien. Ein Überfall auf seinen Palast scheint dafür das geeignete Mittel zu sein. Ja, 20 Wut, 5 Risiko. Aber anscheinend kriegen wir dafür einen Teppich. Das ist nicht das, was wir gesucht haben. Ist das ein anderes Zimmermädchen? Da steht Chefzimmermädchen. Nicht Zimmermädchen. Wir hatten irgendwo anders schon Zimmermädchen, oder? Nee, hier war der Wachmann. Irgendwo war doch noch ein Zimmermädchen gewesen. Da war der Techniker. Da ist noch ein Techniker. Der Techniker fangen. Den Mechaniker verschleppen. Ist da ein Unterschied? Die sehen ziemlich gleich aus. Beide blau. Beide mit dem Werkzeuggürtel. Und genau, hier war das Zimmermädchen. Nö, das Chefzimmermädchen. Okay, also kann man nur in mehreren Ländern die gleiche Mission machen. Dass man möglichst schnell am Anfang alle Arten findet. Na, okay. Schade eigentlich. So neue Angestellte hätten schon was. Aber gut, wir wollten eigentlich die Mission hier gleich machen. Wir brauchen 2 Arbeiter, 4 Wachen, 2 Kammerdiener. Kammerdiener könnten ein Problem sein. Obwohl wir inzwischen ja 12 Stück haben. Er ist immer noch gefangen, ja. 12 Stück. Das heißt, 6 Stück sind durchgehend am Ausbilden. Sehr gut. Dann schicken wir doch mal 2 Kammerdiener brauchen wir. Schicken wir mal 4 hier hin. Und noch 2 Arbeiter, noch 1 Techniker. Und 4 Wachen. Also noch 2 Wachen. So, das müsste mehr als genug Puffer sein. Wir werden tierisch viel Wut von Geld bekommen. Ich hoffe mal aber nicht so viel, dass die Armee wieder vor der Tür steht. Das wäre nicht so schön. Die sind alle auf dem Weg, sehr gut. Da sollten wir auch darauf achten, dass wir möglichst schnell die Mission anfangen können. Weil je länger die im Land sind, desto schlimmer ist das für uns. Was können wir noch hier im Eingangsbereich machen? Wir können, wie jemand richtig in den Kommentaren geschrieben hat, einfach mal mehr Türen bauen. Die können ruhig alle Stufe 1, 2 bleiben. Nur, dass wir im Notfall halt sie schnell zumachen können. Schnapp das da mal weg, genau. Können wir Türen direkt miteinander bauen? Nimm die Kiste weg. Geh weg. Nee, direkt hintereinander geht nicht. Also es muss ein Feld dazwischen sein. Ist okay.
Also kann da auch noch eine hin. Und da auch noch eine hin. So, das bleiben jetzt erstmal Zweiertüren. Damit auch jeder von uns raus kann. Im Notfall können wir uns da halt aber einbunkern. Wer seid denn ihr? Ihr seht komisch aus. Schwarz-Rot-Gold. Alibi. Also im Notfall können wir uns halt einbunkern und dann ist alles einigermaßen sicher. So lange, bis dann unsere ganzen Wachen ihre MGs in der Hand haben. Und ihr kriegt alle nochmal ein. Das war das falsche Steuerung. Linkes Steuerung. So, schon besser. Noch irgendwo rote Punkte? Da. Du, verwirren. Sonst. Keine Agenten. Sehr schön. Weltkarte. Ihr seid alle noch auf dem Weg. Jo. Sehen wir den Hubschrauber schon? Nö. Ja, da wurden gerade welche abgezogen. Sitzen die jetzt also im Hubschrauber drin? Nö. Nicht so wirklich. Wo ist der Landeplatz? Hotel. Hier. Das müsste unser Hubschrauber sein. Genau. Da kommen die ganzen Jungs angelaufen. Sehr gut. Dann starren wir mal auf die Karte und schauen, wo der Helikopter herkommt. Ich glaube, der kam immer irgendwo vom Kartenrand. Oh, stimmt. Antarktis, da wollten wir noch hin. Genau, von da hinten kam der. So, alle da und sofort die Mission starten. Los. Ah, vielleicht hätten wir Kane noch mitschicken sollen. So als kleine Hilfe. Und man sieht... Oh, erster Tod. Man sieht gar keinen Kreis drumherum, weil der Teppich zu groß ist. Wow, das geht ja richtig ab da. Und das, obwohl wir so viele extra Leute hingeschickt haben. Zack, noch mehr. Oh, weia. Das wird, glaube ich, nichts. 18 Sekunden noch. Also Halbzeit. Warum haben die gerade so komisch geblinkt? Heißt das, sie haben eine Runde überlebt, ohne dass jemand gestorben ist? Warnung, feindliche Personen in Basis entdeckt. Ja, die tun nichts in der Basis. Ist schon okay. Das hier ist viel spannender. Eine Sekunde. Und Erfolg. Sehr schön. So, und ihr geht alle nach Hause, damit die Wut sich hier regenerieren kann. Und wen sehe ich denn da? Nigel Irwin, der Abtrünnige CIA-Detektiv. Genau, den sollten wir fangen. Sehr gut. Und hier sehe ich noch was. Großwildjäger Connell Blackheart. Ah. Das ist aber keiner von den gesuchten Geheimleuten da. Das könnte ein Handlanger sein. Ja, lesen wir kurz durch. Der berühmte Großwildjäger Connell Blackheart findet allmählich keine Beute mehr, nachdem die Umweltschützer seine Lieblingsbeschäftigung immer mehr Grenzen setzen. Deshalb bietet er seine Dienste in letzter Zeit jedem an, der genug zahlt, solange er dafür nur etwas abschießen darf. Schicken Sie einen Mann in den tiefsten Kongo, um seine jüngste Expedition abzufangen. Er wird unsere Art von Beute bestimmt viel interessanter finden. Klar, sofort. 1, 2, 3, 4. Und da unten ist noch einer. Oh, wir haben irgendwas freigeschaltet, dadurch, dass wir gerade den Teppich geklaut haben. Hier kommen überall diese großen leuchtenden Punkte. Das werden alles neue Handlanger sein. Der rote Ivan steht vor der Tür. Das werden jetzt manche nicht verstanden haben. Und ein Ömmerken, die Oberschwester. Ja, sehr schön. Viel zu tun, viele neue Handlanger, gute Sache. Bist du immer noch gefangen? Jo. Und wo ist unser Teppich? Ich will den Teppich sehen. Ich sehe keinen Teppich. Oder wurde der Teppich freigeschaltet? Also bei den Ming-Vasen war es ja so, dass sie random irgendwo in die Basis gestellt wurden, sobald man die Mission fertig hatte. Ich sehe aber... Ah, doch da. Du machst 15 Wut. Und bist einfach nur Beute. Okay. Wo stellen wir dich denn mal hin?
Ich hoffe mal, man darf auf den Teppich auch rauftreten. Das wäre irgendwie albern, wenn nicht. Dann könnte man einfach irgendwo einen Flur setzen. Aber nicht so weit vorne. Wo waren die Ming-Vase? Mal drehen, bitte. So. Hier ist schon dieser Stoff. Hier vorne kommt irgendwann die Ming-Vase. Ja, das ist alles schon zu weit. Die Kammer wird nicht so häufig benutzt. Die hier wird richtig häufig benutzt. Aber ich würde ungern hier vorne den Teppich hinstellen. Da kommen zu viele Leute rein. In der Kantine. Fußabtreter für die Kantine. Das, gucken wir mal. So, was steht hier noch? Nigel Irving. Das ist jetzt verwirrend. Warum hat das denn geblinkt? Das hatten wir doch schon gesehen. Na gut. Ein schlechter Smash-Ermittler mit fast vollem roten Dingens. Gar nicht gut. Den müsst ihr mal abfangen. Oder die. Haben wir davon noch welche? Du hast einen Tag. Ihr habt alle Tags. Nee, sonst ist soweit alles gut. Schön, schön. Dann speichern wir jetzt mal ab. Und in der nächsten Folge schnappen wir uns die ganzen Handlanger. Zack. Nach Folge 37. Und wir sehen uns gleich wieder.